Seit Ende der kleinen Eiszeit schmelzen unsere Alpengletscher dahin. Durch die globale Erwärmung und lokale Faktoren beschleunigt sich die Schmelze in den letzten Jahren rasant. Seit Jahrhunderten nutzt man das wertvolle Schmelzwasser in den Sommermonaten intensiv. Für die Landwirtschaft, die Industrie bis hin zur Energiegewinnung. Doch was passiert, wenn die Gletscher verschwinden? Die Gletscherschmelze in den Alpen kann man wie hier am Schweizer Rhonegletscher hautnah miterleben. Überall hört man es krachen und knacken, alles ist in Bewegung. Mittlerweile hat sich ein großer See gebildet, unglaublich viel Wasser schießt täglich ins Tal. Wasser, das in der Zukunft irgendwann fehlen wird. Hier in der Rhone macht die Gletscherschmelze im Sommer bis zu 90% des Wassers aus. Wasser, das hier in der Landwirtschaft gebraucht wird, vor allem im Weinbau. Schon heute macht man sich Gedanken um Lösungen für die Zukunft, für eine Zeit, in der das Wasser knapp wird. Also ein Projekt ist, oder ein Ziel von der Bewirtschaftung ist, dass wir das Wasser so lang wie möglich am Berg behalten. Und das zweite Projekt ist, dass wir das Wasser vom Grund in zwei Becken pumpen. Das heißt, wenn im Berg kein Wasser mehr ist, so können wir vom Grund das Wasser in den Becken pumpen und von dort aus dann den Rebberg bewässern. Also wir können das Wasser vom Berg benutzen, wenn wir bewässern. Und wenn keine Bewässerung notwendig ist, können wir das Wasser auch turbinieren. Wir können das Wasser vom Grund auch aufpumpen in den Becken und von dort aus nutzen. Wenn wir aufpumpen, brauchen wir Energie. Und ist auch die Idee, dass wir diese Installation mit Photovoltaik ausrüsten. So können wir durch Stromerzeugung die Pumpen selber bewirtschaften und sind dann auch kostenneutral. Das Wasser ist auch für die Industrie- und Energiewirtschaft dringend notwendig. Im Schweizer Wallis gibt es dafür bereits heute neue Bauprojekte, multifunktionale Kraftwerke, vom Trinkwasser bis zur Stromerzeugung. Wenn wir eben keinen Schnee mehr haben, keinen Gletscher mehr haben, und auch hier stellt sich natürlich die Frage nach Trinkwasser. Wir haben auch heute im Mittelwallis bereits eine Anlage, die auch neben der Speicherung für die Wasserstromproduktion auch Wasser bereitstellt für das Trinkwasser. Und das ist noch interessant. Das ist lukrativer, anstatt Strom zu produzieren. Die Schweiz möchte ja vom Atomstrom wegkommen, möchte massiv in erneuerbare Energien investieren und deshalb gezielt in die Wasserkraft. Eines der Projekte ist das KW Egina, wo wir eben auch diese Möglichkeit haben, die Staumauer zu erhöhen und für rund 50 kWh vom Sommer in den Winter zu verschieben. Nicht in allen Regionen der Alpen spielt das Gletscherwasser im Sommer eine so große Rolle wie in Teilen der Schweiz. In den österreichischen Ostalpen sieht man das Thema entspannter. Also wir haben das große Glück, dass wir teilweise über einen Meter Niederschlag haben im Jahr und unser Trinkwasser hauptsächlich aus diesem Niederschlagsdargebot sich speist. Wichtig ist für uns daher beim Klimawandel die Änderung des Niederschlagsdargebotes, wird es mehr oder weniger. Ob jetzt vom Gletscher viel oder wenig Wasser kommt, spielt nicht so sehr die Rolle. Das heißt, dass für uns jetzt in den Ostalpen kein Wassermangel dadurch entsteht, dass jetzt vom Gletscher weniger Wasser kommt, vom Permafrost weniger Wasser kommt. Aber wo wir wirklich genau hinschauen müssen, ist der Wasserverbrauch. Der Wasserverbrauch ist kontinuierlich gestiegen und der Verbrauch ist der größte Hebel, den wir haben. Alle Infos zum Klima und Wetter gibt es bei uns auf wetteronline.de und in der Wetteronline-App. Aus der Schweiz, ich bin Marco Kaschuba von Wetteronline.